Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 15.200 ist die erste Falle, die wir haben. Risikoeinstellung 1, 2. 1, 2. Wir nehmen hier oben. Da stimmt alles. So, Bild ein bisschen größer und wir sehen hier the big number. Wir sind dort beim 61er Retracement. Ja, das bedeutet, wir gucken mal gestern, was für Bewegung wir hatten. Wir hatten gestern vom Tief zum Hoch 170 Punkte. Das ist so lala. Das ist an einem Montag, Streiktag ja gestern gewesen. Schauen wir mal. 15.207 ist die erste Falle. Und wo geht's hin? Also wir sind beim 61er schon bei 27, das heißt, wir gehen in Richtung 50. Das ist die Zone. Und nach unten nehmen wir natürlich auch die 50er Marke. 67, wo haben wir dich? Da, 50. Und dann natürlich the Daily Pivot, der Tagespivot, einmal hier rein in die Zone und einmal dort rein. Dann haben wir zumindest einen Kompass, wo wir ab dem zweiten Trade hinsteuern. Die Zonen sehen wir hier. Wir befinden uns auf den Minutenzonen, aber gehen wir, also wir sind auf 5-Minuten-Chart. Gehen wir mal auf den 15-Minuten-Chart, dann sehen wir, dass wir aktuell auch da vom Vortages, vom Freitag das Hoch hier haben bei 15.244 in der Zone. Ja, also wir gehen jetzt wieder auf die Minutenchart, gucken uns das Ganze an und sehen, die Zone nehmen wir mal weg, machen das Ganze ein bisschen kleiner hier, zack, und dann geht es gleich los. Wo kommt die Volabox? Wo kommt die Volabox rein? So, die Volabox kommt rein bei 15.210. Das heißt, auch hier zu 95 fast ein Big Number Trade auf diesem Level. Ja. Guten Morgen, Detlef. Eberhard, Georg, guten Morgen, Wolfgang, guten Morgen, Marc, guten Morgen, Andreas, guten Morgen, Christian, guten Morgen, René, guten Morgen, Jörg, guten Morgen, Peter, guten Morgen, Stefan, guten Morgen, René, guten Morgen, genau, Giuseppe, genau, Kerstin, alles auf dem Wunschzettel raufschreiben für den Christoph. Danke, 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 danke. Ralf, guten Morgen. Anna-Maria, guten Morgen. Gerd, guten Morgen. Michael, guten Morgen. Ralf, guten Morgen. Christian, guten Morgen. Robert, guten Morgen. Jana, guten Morgen. Klaus, guten Morgen. Regina, guten Morgen. Christian. Mit Sicherheit, Christian. Matthias, guten Morgen. Peter, guten Morgen. Also Mathis, die Parkettzeiten kann ich dir so geben. Ab 9 Uhr in Frankfurt und dann ab 15.30 Uhr in Amerika unserer Zeit. So, 5,
4, 3, 2, 1 und los geht's. Die Ruderbox links wird aktiviert. Big Number wird rausgenommen. Links die Ruderbox kommt vor der Big Number. Das heißt, 15.211 gehen wir long oder 15.196 gehen wir short. Kurs geht erstmal nach oben. MTX. Rote Sonne, da auch noch nichts. So, wir sind long im ersten Trade. Das heißt, die erste Box ist immer noch so ein bisschen Gymnastik. Erste Trade 5211. Blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst und versuchen dort mehr rauszuholen. So, wir sind im ersten Trade. Und Vorbereitung für den zweiten. MTX haben wir auch ein Setup. Linien raus aus der Garage. Die rote Linie wird jetzt so um den Preis platziert. Wir sehen, wir haben unten Signalfall 2 Minuten 54. In 2 Minuten und 50, 8 Sekunden vorher werden wir den Trade aktivieren. Es sei denn, das Retracement ist größer als 30%. Dann werden wir mit der Pending Order arbeiten. Aber ich schaue mal, 16. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind auch immer noch hier im ersten Trade. So, wir sehen, der Volabox Trade ist in den Gewinn gelaufen. Und wir steigen jetzt nochmal ein. Wir verabschieden uns bei unseren YouTubern, bedanke mich recht herzlich und wünsche vielen noch gute Trades. Und wir hören uns dann morgen wieder.